So, Xio hier mit einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir Dead Space, einen absoluten Horror-Klassiker, der inzwischen ja doch schon 10 Jahre alt ist. Und deswegen jetzt dieses Jahr hier zum Jubiläum möchte ich hier das auch let's playen. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt mal die Japano-Ecke verlassen, möchte mal was ganz anderes spielen. Und da ist mir gleich Dead Space in den Sinn gekommen, weil ich da mal wieder mega Lust auf dieses Spiel hatte. Also Dead Space gehört auch mit zu meinen Lieblingsspielreihen. Also ich bin ansonsten wirklich kein Horror-Fan, mag ich nicht so, aber irgendwie hat mich Dead Space damals doch irgendwie gepackt. Und deswegen, ja, habe ich jetzt auch einfach mal Lust gehabt, dieses Spiel auch zu let's playen. Dead Space ist in vielerlei Hinsicht damals ziemlich revolutionär gewesen. Warum, werdet ihr wahrscheinlich noch sehen. Aber ohne jetzt groß weiter rumzulabern, denke ich mal, starten wir einfach mal in ein neues Spiel. Also ich kenne das Spiel schon wirklich sehr gut eigentlich. Also wenn... Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ich sehr oft geschockt sein werde. Aber ich versuche möglichst der Atmosphäre Luft zu lassen, dass ich nicht irgendwie dann groß in Sachen reinrede und so weiter. Ich möchte einfach mal schauen, wie es jetzt läuft. Und ihr könnt mir dann auch gerne Feedback geben, wie ihr das... Bisher, wie ihr das so findet, ob ich das alles gut mache, also, ja, mal schauen, wie das läuft. Ich habe jetzt überlegt, ob ich eventuell mal auf schwer spielen will, weil ich, ja, bei Dead Space schon, ich habe es ja schon öfter durchgespielt und wenn es dann noch, wenn ich auf schwer spiele, dann wird es wahrscheinlich an vielerlei Ecken noch ein bisschen stressiger für mich und dann kommt wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Angst bei mir auf, aber, ach, wisst ihr was, try hard, wir gehen jetzt auf schwer, egal, machen wir. Ja, so, gut. Die Helligkeit passt und dann starten wir einfach mal ins Spiel. Okay, SC Callion. Shuttle der... Was, Wailau-Klasse? Ja, irgendwas stand da unten. Gut. Bin schon, wie gesagt, sehr gespannt jetzt auch. Okay, also das mit schwer wird wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall recht interessant. So lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Electronic Arts präsentiert. Eine EL Redwoods Shores Production. Oder Produktion. Dead Space. CEC-Mission ER529, Status-Update USG Callion unterwegs zum Aegis-System. Premiere Besatzungsmitglieder Isaac Clarke, Kendra Daniels, Zach Hammond. Directive A, Abbauschiff USG Shimura finden und so weiter. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium... Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder.
Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Bro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark! Okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Alright, da wären wir. Das ist unser Charakter Isaac Clarke, den wir hier steuern, und ich habe ja schon gesagt, das Spiel war seinerzeit ziemlich revolutionär, und da fängt schon gleich an. Unsere Rig hier an unserem Rücken, das ist unsere Gesundheitsanzeige. Ach, sieh an, durch Rennen bewegen wir uns schneller. Ja, kranke Scheiße. Wer hätte es gedacht? Ich möchte nur kurz eine Sache noch einschalten. Audio? Ah ja, genau. Ich möchte ganz gerne die Untertitel mit einschalten. Weil manchmal ist irgendwie so die Abmische ein bisschen nicht so toll. So, hier gleich ein Medikit, das wir einsammeln. Deswegen, teilweise sind die Stimmen etwas leise. Genau, hier unsere Gesundheitsanzeige, hier am Rücken, also unsere Wirbelsäule hier, das Rig, ist unsere Gesundheitsanzeige. Und auch zum Beispiel, wenn wir Items finden, die am Boden liegen, dann werden die uns holographisch nochmal eingeblendet. Es gibt kein richtiges HUD, also in diesem Spiel, es wird alles irgendwie anders gelöst, also das werdet ihr bei einigen anderen Sachen auch noch sehen. Das finde ich sehr cool, das war damals eine recht große Neuerung. So, gibt's da hinten noch was? Ah. Eieiei. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ja. Ich sag mal, das ging gerade noch so gut mit der Landung. Eieiei. Ja, von dem Ding ist wirklich nicht besonders viel übrig. Aber jetzt schauen wir doch mal rein. Na, bisher hält sich... Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Oh yeah, jetzt geht's los. Achtung, passt auf, hacken vom Feinsten. Okay, ja, blaue Hologramme können wir aktivieren. Ja, also gut. Ein bisschen hacken. Match Skill, yes. So muss das sein. Kann ich das? Okay, nein, kann ich nicht. Solche Kisten hier können wir später kaputt machen. Das ist dann Zeug für uns drin. Aber die anscheinend noch nicht. Wir können auch nicht irgendwie die noch nicht öffnen. Ja, meine Güte, hier drin steppt ja echt der Bär. Was hier alles los ist. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Also Kendra bitcht hier schon ganz schön rum. Also Hammond war mir schon immer sympathisch. Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatzziel. Ach ja, genau. Das ist auch sehr cool. Das mochte ich auch immer sehr, sehr, sehr an diesen Spielen. Und zwar, hier, wenn ich auf den Stick drücke, dann wird uns hier diese Linie angezeigt. Und die zeigt uns eben, wo wir hin müssen. Ach ja, falls ich noch nicht erwähnt habe. Also ich spiele hier das Spiel auf der Xbox. Ja,
Das sei an dieser Stelle noch gesagt. Ja. Gut, schauen wir mal hier rein. Da ist verschlossen. Jungs, ich weiß nicht, ob das hier so ein gutes Signal ist. Ich glaube kaum, dass das Ketchup ist. Leute? Irgendjemand? Also nicht. Nehmen wir das einfach so hin. Okay, alles klar. Auf eure Verantwortung. Also ich bin damit ja nicht irgendwie den konform, aber wenn ihr meint, dann nehmen wir das halt mal so hin. Hier. Schadensbericht laden. Alles klar. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Boah. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum! Was? Verschwinden? Oh boy, oh Gott. Und es geht los. Was auch immer diese Dinger sind, sie sind hinter uns her. Oh Gott. Lauf, Forrest, oh Gott. Lauf. Und nicht um den... Geh auf Tür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich hab das Spiel zwar doch schon... Oh Gott. Hallo. Hello there. Ey, geht ja nicht gerade zimperlich los, das Spiel. Ja, kann man machen. Oder auch nicht. Das waren ja charmante Viecher. Ach, meine Damen und Herren, die Necromorphs. Oh Gott. Das klingt nicht so gut. Hört ihr das? Oh oh. Ja, jetzt sind wir allein. Und einer von unseren Jungs ist auf jeden Fall schon tot. Und... Eieiei, Junge. Was ist denn da los? Kann ich schon? Nee, kann ich noch nicht. Schade. Und der sieht auch nicht mehr so frisch aus. Na, Kollege. Als fit im Schritt, als klar im BH. Okay, der Plasma-Cutter. Ja, genau. So... Jetzt haben wir wenigstens mal eine Waffe. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, genau. Nahkampf sollte man eher mit Vorsicht genießen. Okay, was haben wir hier? Medikit. Und hier noch ein bisschen Money. Die Credits. Oh, da schreit jemand Hilfe. So, aber jetzt können wir uns auch wehren. Wir haben eine Waffe. Und ja, Nahkampf haben wir jetzt auch. Wir können stampfen. Und so können wir diese Kisten hier kaputt machen. Money. Warum keine Munition? Wir haben gerade mal 10 Schuss und das gefällt mir gar nicht. Okay. Karte. Okay, ein Sicherheitsding. Wir wurden angegriffen und ich wurde von Hammond und Kendra getrennt. Ich muss mir ein sicheres Versteck suchen. Ja, unser Isaac, der ist nicht unbedingt gesprächig und ich werde auch nicht unbedingt diese Logbucheinträge lesen, aber wir kommen auch so zurecht. So, die Türsteuerung, die wird hier blockiert. Wir müssen das hier kaputt machen. Wir könnten dagegen schießen, das wäre auch massive Munitionverschwendung. Deswegen hauen wir dagegen. So geht es nämlich auch. Weil ich glaube, es wird so sein, dass wir jetzt ziemlich auf unsere Munition schauen müssen. Also so ist das, glaube ich, bei schwer normalerweise. Oh, hallo! Geh weg! Geh weg! Und noch da auf den Arm! Und das war's. Das waren gerade 7 Schuss, die ich verballert habe. Oh, okay. Wir kriegen sogar 6 Munition. Okay, dann ist das nur im zweiten Teil so. Wenn man im zweiten Teil auf einer höheren Schwierigkeit spielt, dann kriegt man in einzelnen Munitionspacks eben weniger Munition. Aber jetzt bekommen wir anscheinend trotzdem immer 6-mal Plasma-Energie auf einmal. Das ist nämlich die Munition hier für den Plasma-Cutter. Kollege. Ich wollte gerade sagen, der hat nichts mehr zu lachen, aber auf jeden Fall, wir haben einiges mit dem Pferd zu lachen. Oh Gott. Der hat so ein richtiges Sturp-Face. Tja. Scheiße gelaufen, mein Freund.
Sind das Fußspuren? Wow. Always ready, ne? Alles klar. Okay, ah, da liegt noch was. Ja, dankeschön. So, ich glaube, auf irgendeiner Taste war auch das automatische... Na, da kommen wir nicht ran. Aber... Ich habe doch so einige Sachen nicht mehr in Erinnerung. Was habe ich jetzt gerade aufgesammelt? Geld. Ja, unsere Medipacks. Also wir haben bisher drei kleine. Also die würden einen so einen Abschnitt bei uns auf hier in der Wirbelsäule an dem Rick hier wiederherstellen. Oh, da haben wir ein Audiolog. Cool. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von dem... Achtung! Zurück! Zurück! Okay, ja, die Lüftungsschächte. Das haben wir auch schon gemerkt. Kluge Viecher. So, hier... Wir kriegen so viel Geld. Also ich glaube, ich meine zumindest, dass es ziemlich viel ist. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Na, das ist doch ein Deal. Ach ja, genau. Aber das werden wir im Normalfall eigentlich nicht brauchen. Okay, hier müssen wir die Platine einsetzen für die Monorail. So, da müssen wir hin. So, dann, hier nutzen wir mal kurz die Speicherstation. Neuen Spielstand mal hier hin. Genau. Das ist übrigens, ich glaube, einer der ersten Einsätze meiner Xbox seit Ewigkeiten. Ich glaube, seit ich Final Fantasy 13 das Let's Play fertig gemacht habe, ist die Konsole vereinzelt mal gelaufen, aber nie so wirklich. Ich habe nicht mehr so wirklich was auf ihr gemacht, aber. Tja. Da ist immer wieder mein Einsatz. Okay, wir haben jetzt 5 Schuss extra noch. Leider ist unser Inventar nicht besonders groß. Wir haben nur noch 5 Plätze hier im Inventar. Wir haben schon ganz gut Geld eigentlich. Also 5.900, glaube ich, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Puh. Auf jeden Fall, der Anfang... Es geht nicht gerade zimperlich los hier in diesem Spiel. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde aber jetzt diesen Part doch schon ein bisschen früher beenden. Also wir nähern uns schon so langsam so dieser 20-Minuten-Marke. Deswegen würde ich hier an dem Punkt einfach mal aufhören, weil, na gut, es ist hier ein guter Punkt. Ich weiß nicht, wann wir die nächste Speicherstation haben oder den nächsten Punkt, wo wir mal ein bisschen Ruhe haben. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, das war's mit Dead Space für heute. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich vorerst mal das einzige Projekt sein, das hier auf den Kanal kommen wird. Also bin schon sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Bin auch sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, bis dahin, ciao.